Ganz herzlich zurück bei meiner weiteren Folge von meinem Survival Let's Play in Haute-Belleron. Heute geht es in das Kapitel 5. Wir hatten gestern, habe ich einen Livestream gemacht, also darüber, wie es weitergegangen ist. Es gab eine Änderung in den Settings, und zwar habe ich umgestellt von schwerer Wirtschaft auf normal Wirtschaft, weil es einfach definitiv zu gering war, überhaupt irgendwie etwas zu verdienen. Das war jetzt am Anfang die Entscheidung, die ich gefällt habe, um doch wenigstens irgendwo in einem Rahmen zu bleiben, wo es doch einen sichtbaren Profit gibt, wenn man einen Auftrag macht, vor allem was Düngen angeht. Ansonsten ist wirklich einfach gar nichts übrig geblieben, es sei denn irgendwie vielleicht 5% oder so, ne? Also ich habe jetzt mal umgestellt, so dass wir hier jetzt erstmal auf normaler Wirtschaft spielen, und dann schauen wir mal, wie das sich entwickelt, ja? Okay. Wir haben noch drei Düngeaufträge im System, also noch in der Mache. Also das heißt, wir haben noch Arbeit. Hoffentlich können wir das noch beenden, bevor es dunkel wird. Also wir gehen jetzt gleich mal zu Feld 44. Und dann schauen wir gleich dann auch noch mal bei den Tieren rein, wie das mittlerweile ausschaut. Gut, es ist noch nicht wirklich viel Zeit vergangen. Aber immer wieder reingucken ist ja auch eigentlich die Sache, macht die Sache auch spannend, ja? So, erst nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt den Livestream auch mitverfolgt. Auf jeden Fall könnt ihr den nachschauen. Es ist schön zu sehen, dass sich mittlerweile einiges tut in der Modding-Welt. Auch bezüglich neuer Karten. Wir haben auf jeden Fall gestern haben wir die Möglichkeit bekommen, eine Vierfach-Map zu testen. Die ist auch verfügbar zum Download. Da könnt ihr gerne auch in meinem Kanal ein Video über die Karte finden. Die Karte ist die Papenburg-Karte. Habe ich einen Rundgang gemacht, auch mit dem Ausblick auf einen Multiplayer-Save, den wir dann auf unserem Server spielen. Wenn ihr Lust habt mitzuspielen, könnt ihr gerne das Video angucken und dann auch euch bei uns bei mir im Discord melden, damit wir diesem Dienstag dann aufsetzen. Also Discord ist vorausgesetzt. Bitte einfach dann in den Discord kommen am Dienstag um 19 Uhr mitteleuropäische Zeit, damit wir die Details besprechen können und auch den Spielstand dann starten können. Ja, okay, soweit so gut. Dann machen wir jetzt hier einfach mal mit dem Düngeauftrag weiter. Und ja, wie gewohnt, also es ist halt monoton am Anfang hier, aber das ist halt einfach in der Natur der Sache. Ja, während wir hier unsere Bahnen ziehen, schauen wir doch mal in die Bilanzen rein da. Und zwar haben wir ja einen Kercher hingestellt gehabt. Dann haben wir die Geräte repariert, einen Traktor auch, Trecker. Dann haben wir Produktionskosten von 9 Euro, das sind 9 Stunden. Und dann haben wir Kosten für Dünger ausgegeben hier. Das heißt, wir haben 22.000 eingenommen. Wir haben momentan ein Minus von 2.260 Euro für heute.
Ich hoffe, dass wir das noch umdrehen können, dass wir den Tag im Positiven abschließen können. Das heißt also, wenn wir wissen, noch diesen und noch ein oder zwei Aufträge machen. Und dann können wir den Tag dann quasi abschließen. Ich habe mir überlegt, tatsächlich dann einen Flug zu kaufen. Flug oder einen tiefen Lockerer. Der Grund dazu ist, dass wir halt dann auch andere Aufträge dann noch machen können. Und eine der nächsten Erweiterungen, was wir da auf jeden Fall brauchen hier, ist ein kleines Upgrade auf dem Motor des Traktors. Also der ist einfach zu wirklich gerade am Limit. Selbst mit einer vollen Spritze den Berg hoch ist wirklich sehr, ja, er ist wirklich am Limit. Also er wird wirklich bis zu seinen Grenzen raus wird er verwendet, ne? Also ja, also wir werden heute definitiv mehr an Produkten, Produkteinnahmen haben, weil wir den ganzen Tag produziert haben, nicht wie am ersten Tag hier, wo erst um 9 Uhr oder 10 Uhr dann die Produktion angefangen hat, weil ja das Spiel startet ja, glaube ich, am 1. August um 8 Uhr. Und bis das dann aufgebaut worden ist und befüllt worden ist, dann ist auch einiges in Zeit vergangen. Also da fehlen uns ein paar Stunden. Also wir werden heute definitiv mehr Einnahmen aus den Gewächshäusern haben, als das bisher der Fall war. Ja, gut, wir sind ja erst im zweiten Tag, Monat. Jetzt nimmt das Spiel dann auch die Einstellung an, dass 2 Tage pro Monat gespielt werden. Das ist ja immer so, dass im laufenden Tag die Umstellung nicht aktiv wird, sondern erst am darauf folgenden Tag Monat. So, dazu, das mal hier dazu. Ja, das letzte Video war ja im Prinzip nur Timelapse. Das waren irgendwie eine halbe Stunde Timelapse. Aber das, und da brauchte ich circa 4, 5, fast 6 Stunden Footage, um das überhaupt so zusammenzuschneiden zu können. Was ich vermeiden will, ist halt einfach, dass es dann heißt, dass wenn ich zu viele Schnitte mache, das heißt, dass ich dann quasi dazwischen mal cheat oder so. Deswegen halt einfach mal die Herangehensweise, dass ihr alles seht. Das heißt eben, dass wir hier Timelapse machen. Und manchmal ist es dann einfach notwendig, ein ganzes Kapitel als Timelapse fahren zu lassen. Ne? Es geht aber manchmal nicht anders. Mal. Es ist ja auch nicht wirklich spannend, da quasi über Stunden lang mir dann beim Spritzen zuzugucken. Wenn ich das richtig verstehe, dann haben wir morgen auch schon mehr Hühner. Also das ist ja pro Monat. Also wir sind hier bei einer Reproduktion von 50%. Das war ein Tag, also das heißt ein Monat. Das heißt, wir sollten eigentlich morgen oder spätestens dann übermorgen halt auch schon einen Zustoß an oder an einen Zuwachs haben an neuen Hühnern. Damit wird auch die Eierproduktion schneller. So, dann haben wir hier wahrscheinlich die letzte Bahn.
So, abgeschlossen. Abschließen. Da gibt es schon wieder einen neuen, aber das ist ein kleiner. Feld 20, Feld 47. Dann fahren wir zu Feld 47 runter, weil das ist einfach näher. Ne? Das ist hier unten. Das ist hier unten. Okay, dann fahren wir dahin. Das reicht auch mit der Füllung noch. Dann würde ich sagen, los geht's. Fahren wir doch kurz am Hof vorbei. Das sah da alles gut aus. Das heißt also, wir können definitiv heute den Tag hoffentlich im Positiven abschließen. Gerade wie hier, also der kommt hier wirklich kaum den Berg hoch. Dann nehmen wir dann auch noch an, das ist der 47er. Annehmen und dann machen wir den auch noch. Wie wir den durch. Und los geht's. Also das heißt, wenn wir den Betrag dann jetzt abgeschlossen haben, werden wir auf jeden Fall positiv, im Positiven enden. Ich würde dann auch schauen, ob ich noch einen kleinen Betrag machen kann, weil ich möchte jetzt heute nicht nochmal einen Dünger kaufen, weil es auch wieder 9600 ist und dann kriegen wir es wieder nicht ins Positive rein für heute. Ich weiß, es hat es auf langfristig hat das keinen Einfluss, aber es geht einfach ein bisschen darum, ein gutes Gefühl zu haben, dass der Tag ein gelungener Tag ist, der positiv abgeschlossen werden konnte. Wenn wir dann morgen wieder kaufen müssen Dünger, dann ist das so und dann müssen wir halt auch wieder versuchen, ins Positive zu kommen und dann den Tag so abzuschließen. Vielleicht wäre das, ist es gar keine schlechte Angehensweise, um irgendwie die Motivation zu halten. Weil es halt wirklich ein Projekt ist, was auch langfristig geplant sein muss. Es ist kein leichter Ritt, sagen wir es mal so, ja. Okay, der ist auch abgeschlossen. Dann
schließen wir auch ab, damit wir jetzt ins Positive kommen. Das heißt, jetzt ist die Bilanz positiv für heute, auch wenn es nur 600 Euro sind, aber es ist etwas. So, nächster Punkt ist Feld 17. Das kriegen wir noch gespritzt mit dem, selbst eventuell Feld 20. 17 und 20. Gehen wir zu 17. Machen wir die 17 erst noch oder versuchen wir die 20 noch zu machen? Nee, ich mache die 17. Das ist Nummer sicher. Ja, damit wir nicht das halbwegs beendet haben und dann. Also kein Zug kommt, gut. Ich fahre mal heute so. Okay, endlich. So, den haben wir auch abgeschlossen. Den fügen wir den auch noch dazu. So, jetzt halt die Frage. Lügen oder grubbern? Was kaufen wir uns? Einen Flug oder einen Grubber? Den wir auch ziehen können, ne? Also das ist die große Frage, ne? Ich glaube, das Einzige, was in Frage käme, wäre der kleine Flug. Der kleine Flug für mit einem Meter 20, das ist einfach nicht möglich, ne? Das machen wir nicht. Definitiv nicht. Wie schaut's da aus? 150, 250. 65, das ist, sieht auch nicht viel besser aus. Scheibenecken. Was können wir denn auf 117 aufrüsten?
Da könnten wir den eventuell gerade noch so ziehen. Den auch. Den auch hier. Das ist eine 3 Meter. Der ist schon zu schwer. Das ist eine gute Sache. Jetzt halt, was haben wir hier? Grünlandpflege, das brauchen wir nicht. Was kostet denn ein Mäher? Was haben wir denn hier? Ne, das ist nichts für uns. Ein Mähwerk. Das können wir ziehen, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, aber dann müssen wir danach auch einen Schwader haben. Auch das ist technisch kein Problem, auch von dem Preis her würde das noch gerade so gehen. Danach aber ein entweder Ladewagen. Wir haben den Strautmann. Kann ich den umbauen? Den kann ich umbauen. Und dann noch die... die Fräse, also da haben wir 5.000. Oder 23.000. 23.000 wäre, wenn wir den Kuh nehmen. Dann würde ich dann den nehmen hier. 23.000 plus der Schwader. Siebenunddreißigtausend. Aber so können wir regelmäßig Gras verkaufen gehen, was uns bringt Gras 100 Euro pro Tonne.
Was meint ihr? Bitte kommentiert doch in einem. Kommentiert doch, lasst eure Meinung da, ob wir den Trecker aufrüsten und dann einen irgendeinen Tiefenlockerer oder sowas nehmen, was wir gerade knapp ziehen werden können. Also mit 120 PS, wir werden 117 PS haben. Oder sollen wir, soll ich mich jetzt hier auf das wenige Gras, das wir da haben, dass wir das profitieren und dass wir damit einen Profit erzielen können, dass wir dann halt jetzt einfach die Werkzeuge kaufen, um ja mit dem Verkauf von Gras am Viehmarkt etwas Geld zu verdienen. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr? Ich freue mich auf eure Kommentare, hoffe, dass wir dann einen Schritt weiterkommen ab dem nächsten Tag. Ich fahre jetzt noch den Trecker zurück ins Lager oder auf dem Hof. Könnte auch dabei noch kurz dann tanken. Okay, dann schauen wir noch mal rein in die Bilanz. Also wir haben jetzt noch getankt, wir haben 938 Euro positiv. Das heißt, es könnte noch ein bisschen mehr werden durch den zusätzlichen Verkauf der verbleibenden Stunden. Ist nicht dicke der Gewinn, ne? Ist nicht dicke, aber es ist ein Gewinn. Und wir haben den Tag zu drei Viertel voll und haben noch etwas an Pflanzenschutz stehen. Das heißt also, unter dem Strich ist doch einiges noch geblieben. Einiges, ja, in bescheidenem Sinn. Wir werden jetzt zum Hof fahren, wir werden dann den Trecker noch kurz waschen und dann wäre es das für die heutige Episode oder für das heutige Kapitel gewesen. Ich möchte mich schon jetzt ganz, ganz, ganz herzlich bedanken fürs Wiedereinschalten. Bitte, wenn euch solche Inhalte gefallen, lasst mich das wissen, indem ihr doch einen Daumen nach oben da lässt.
Gerne natürlich, wenn ihr das, die Fortsetzung nicht verpassen möchtet oder wollt, dann bitte einfach, abonniert doch das, den Kanal, unterschreibt, abonniert den Kanal, die Glocke auch da lassen, damit ihr nichts verpasst. Wieder eine Kartenvorstellung, wie auch eben die Let's Plays hier. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft auch die Let's Plays oder die Ergebnisse von unserem Multiplayer-Stand auf der Papenburg-Karte, die wir am Dienstag starten. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr dabei sein wollt, dann joint oder kommt doch in unseren Discord. Dann können wir die Einzelheiten am Dienstag 19 Uhr besprechen und werden dann auch die Karte starten. Ja? Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Danke, tschüss und au revoir. We'll be right back.